the sons of God. What the Bible says about demons, giants, and aliens. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterwards, when the sons of God went to the daughters of men and had children by them. They were heroes of old, men of renown. How did giants come from regular men and women? Who are the sons of God? Archaeology has discovered a 47-inch femur bone found in the Euphrates River Valley. They reconstructed it and found out this human femur bone would literally recreate a human being approximately 14 foot tall. The plan of Satan is to genetically modify the DNA of man so that the line of the Messiah would be polluted. You're going to find out that not only are the Nephilim, the sons of God and the daughters of men, this subject important in Genesis chapter 6, but we're going to discover that this subject prevails all the way through the entire Tanakh, all the way through the New Testament, ending up in the book of Revelation right before the Messiah comes back. This topic, believe it or not, weaves its way in and out of our scriptures in a very hidden, mystical way. Der Planet Erde mit all seinen Facetten des Lebens, der Vielzahl an Tieren und Pflanzen sowie der landschaftlichen Schönheit ist ein Kunstwerk des Schöpfers. Menschen mit verschiedenen Nationalitäten, die unterschiedliche Sprachen sprechen und unterschiedliche Hautfarben haben, sind ebenfalls ein Kunstwerk des Schöpfers. Die Welt ist bunt und so ist es auch der Mensch. Viele Farben, ein Gemälde. Als Gott im Buch Genesis auf alles schaute, was er geschaffen hatte, war es sehr gut. Heute würde man sagen, eine glatte 1. Diese Note würde heute allerdings weder die Erde noch der Mensch von Gott erhalten. Doch dass die Erde heute schlechter benotet werden würde, liegt hauptsächlich am Menschen selbst. Und das, obwohl sich Gott bei Menschen ganz besonders viel Mühe gegeben hat. Denn an dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. In diesen beiden Versen können wir bereits erkennen, was es heißt, dass der Mensch Gott ähnlich ist. Denn so wie der Mensch, den Gott aus Adam und Eva erschaffen hat, aus einem Mann und einer Frau besteht, die zusammen ein Fleisch sind, so besteht auch Gott aus dem Vater und dem Sohn, die zusammen eins sind. Deswegen sagte Jeschua, der Messias, auch, dass er und der Vater eins sind, so wie Adam und Eva eins waren. Das, was sowohl den Vater und den Sohn als auch Adam und Eva eins werden lässt, also praktisch zusammenhält und verbindet, ist die Liebe zwischen Vater und Sohn, zwischen Adam und Eva. Sowohl Eva als auch Adam haben vom Baum der Erkenntnis probiert und somit gesündigt. Doch es gibt da einen kleinen, aber feinen Unterschied. Im Neuen Testament heißt es im 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 14: Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Eva wurde verführt, aber Adam wusste, was er tat. Es war die wohl schwerste Entscheidung seines langen Lebens. Auf der einen Seite war Eva und auf der anderen Seite das ewige Leben mit Gott im Paradies. Als Adam von der verbotenen Frucht aß, tat er das nicht aus Verachtung gegenüber Gott, sondern vielmehr aus Liebe zu seiner Frau. Adam wollte lieber mit Eva sterben, als ohne Eva zu leben. Er gab sein Leben für seine Braut, so wie Gottes Sohn wusste, was er tat, als er sein Leben für seine Braut gegeben hat, für sein Volk. Was Adam nicht für Eva tun konnte, hat Gott selbst für sie getan, als er am Kreuz für sie und für uns gestorben ist, um sie und uns auf ewig zu vereinen, so wie Gottes Sohn und sein himmlischer Vater auf ewig vereint sind. Denn, gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das Leben ist mit Abstand das wertvollste im Universum, denn gäbe es das Leben nicht, dann wäre alles tot. Würde es das Leben nicht geben, würde es auch Gott nicht geben, denn Gott ist das Leben. Gott hat Adam geschaffen, damit er ewig lebt,
Doch nach dem Sündenfall wurde der Zugang zum Baum des Lebens versperrt, womit der Mensch sterblich wurde. Als Gott in Genesis 6, Vers 12 die Erde anschaute, war sie und alles Fleisch auf der Erde verderbt, mit Ausnahme von Noah, über den es ab Vers 8 heißt: Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Noah war also eine Ausnahme in seiner Zeit, weswegen er und seine Familie den Auftrag bekommen hat, eine Arche zu bauen, um der kommenden Katastrophe durch die Sintflut zu entgehen. Das Wort untadelig, mit dem Noah beschrieben wird, ist auf Hebräisch das Wort Tamim. Und das heißt so viel wie ohne Makel, ohne Schaden oder ohne Defekt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Noah ohne Sünde war, denn ohne Sünde war nur Jeschua. Dass Noah ohne Defekt war, bezieht sich auf seine Blutlinie, aus der später der Messias hervorkommen sollte. Denn die Blutlinien der anderen Menschen hatten in der Tat einen Schaden davongetragen, nämlich als die Frauen der Menschen sich mit den Gottessöhnen eingelassen haben. 1. Buch Mose, Kapitel 6, ab Vers 2: Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Was wir herausfinden müssen ist, wer diese Gottessöhne sind, wer diese Riesen sind und was es mit den Helden auf sich hat, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Adam und die Engel werden ebenfalls als Söhne Gottes bezeichnet, weil sie von Gott geschaffen wurden. Wir Menschen sind Söhne Adams, weil wir nicht direkt geschaffen, sondern von etwas Geschaffenem geboren wurden, nämlich von einem Menschen. Und weil Satan bzw. Luzifer nicht geboren, sondern erschaffen wurde, zählt auch er laut Bibel zu den Söhnen Gottes. In Hiob 1, Vers 6 heißt es: Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, und unter ihnen kam auch der Satan. Die Riesen, die im 1. Buch Mose erwähnt werden, heißen auf Hebräisch Nephilim. Doch was bedeutet dieses Wort? The Nephilim means giants. Okay? The root word, now this is interesting, is Nephal. Nephal means in Hebrew to fall, to lie, be cast down, to fail or reject. Okay? The children of these fallen angels were cast down, failed rejects. Okay? These were mutants. For all intents and purposes, that's exactly what the Hebrew word is saying. These are mutants. These are fallen mutants, children of the enemy, children of the fallen angels. Die Gottessöhne, also die gefallenen Engel, haben ihren Wohnsitz im Himmel verlassen, haben Frauen geheiratet und zeugten mit ihnen Kinder, nämlich die Nephilim. Doch können Engel überhaupt heiraten? Wenn der Mensch wieder unsterblich wird, wird er sein wie die Engel, die im Himmel sind. Der Messias sagte in Markus 12, Vers 25 über die Auferstehung der Toten in Christus: Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Engel können also im Himmel nicht heiraten, aber die gefallenen Engel, die den Himmel ja verließen, die schon. Und das haben sie auch getan. Dass einige Engel den Himmel verlassen haben, davon berichtet auch Judas in Vers 6, wo er schreibt: Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Engel haben also einen gewissen Herrschaftsbereich, den sie nicht verlassen dürfen und woran sich die gefallenen Engel nicht gehalten haben. Über diese Ereignisse berichtet auch der Prophet Henoch. Sein Buch wurde zwar nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen, doch ist immer noch ein Bestandteil der äthiopischen Bibel und enthält einige Informationen, die uns Aufschluss über die Taten der Nephilim geben. Judas zum Beispiel zitiert sogar aus dem Buch Henoch, und wenn er das tut, warum sollten wir das nicht tun? Jude actually quotes in the book of Jude the book of Enoch. 1:14 says, And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold,
the Lord cometh with 10,000s of his saints. Now, I only mention that to mention the fact that there is a book of Enoch. And apparently it had some value to some of the New Testament writers because they're quoting from it. Und dieses Zitat von Judas finden wir in der Tat auch im Buch Henoch wieder, weswegen wir uns einmal genauer anschauen wollen, was uns Henoch sonst noch zu sagen hat. Wie zum Beispiel, was die gefallenen Engel, die von Henoch auch als Wächter bezeichnet werden, die Menschen so gelehrt haben. Nämlich, sie lehrten sie Zaubermittel, Beschwörungsformeln, Schlachtmesser, Waffen, Schilde und Brustpanzer verfertigen, die Metalle samt ihrer Verarbeitung, das Sternschauen und die Astrologie. So wie im Pentagramm die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft vom Geist gekrönt werden, so sind diese symbolischen Elemente auch im Tierkreiszeichen vertreten, womit es nur ein schmaler Grat ist zwischen Astrologie und Okkultismus, denn es sind zwei Seiten derselben Medaille. Das Schmieden von Waffen, Zauberei, die Beschwörungen von Dämonen, Astrologie und vieles mehr wurde dem Menschen von den gefallenen Engeln beigebracht. Der Mensch wurde im Kämpfen ausgebildet, im Okkultismus unterrichtet und brachte also Gewalt, Unzucht und Götzendienst in die Welt der Tage Noahs. So wie Luzifer eine Rebellion im Himmel anzettelte, so versuchte er es mit seinen Engeln auch auf Erden. Über diese Zeit schreibt Henoch weiter: Sie wurden aber schwanger, also die Frauen der Menschen, und gebaren 3000 Ellen lange Riesen, die den Erwerb der Menschen verzerrten. Als aber die Menschen ihnen nichts mehr gewähren konnten, wandten sich die Riesen gegen sie und fraßen sie auf und begannen sich an den Vögeln, Tieren, Reptilien und Fischen zu versündigen, das Fleisch voneinander aufzufressen und tranken das Blut. Gott bestrafte das Leben durch die Sintflut, also nicht deswegen, weil sie den Sabbat nicht gehalten haben oder Steine anbeteten, sondern weil die Menschen und die Riesen die Erde und das Leben auf ihr vernichteten. Und damit der Messias überhaupt noch eine Chance hatte, geboren zu werden, musste ein neuer Anfang geschaffen werden und ein Ende mit der alten Welt. Im aktuellen Film Noah mit Russell Crowe sind die Riesen die Guten, was allerdings nicht in Einklang mit der Bibel zu bringen ist. Noah und seine Familie wurden schließlich durch die von ihnen gebaute Arche gerettet und überlebten das Gericht Gottes. Am 17. Nissan, das ist der siebte Monat des biblischen Kalenders, landete Noahs Arche schließlich auf dem Berg Ararat in der Türkei. Noah machte die Tür auf und betrat sozusagen die neue Welt. Laut Kapitel 9, Vers 20 wurde Noah ein Landmann und legte auf dem Berg Ararat einen Weinberg an. Und deswegen befinden sich heute auf diesem Berg die ältesten Weinberge auf der Welt. Der Messias wurde am 14. Nissan gekreuzigt und ist 3 Tage später wieder auferstanden, also ebenfalls am 17. Nissan, wodurch die neue Welt einen neuen Weg gezeigt bekam, eine neue Tür, die durch den Messias geöffnet wurde. Deswegen sagte Yeshua auch, dass er sowohl die Tür als auch der Weg ist, der zum ewigen Leben führt. Er ist sozusagen die Arche der neuen Welt. Viele Menschen glauben heute nicht mehr an eine weltweite Flut, doch viele Schriften außerhalb der Bibel, Überlieferungen anderer Kulturen und antike Mythologien berichten ebenfalls von dieser Naturkatastrophe. Zum Beispiel die Ägypter. In der Encyclopedia of World Mythology and Legend heißt es auf Seite 613: Einer aus Ägypten erzählt von einer alten Schöpfung Gottes, die Urflut, welche die gesamte Erde überzogen und die ganze Menschheit zerstörte, mit Ausnahme derer, die in Thems Boot waren. Them könnte also nur ein anderer Name für den biblischen Noah sein. In der aztekischen Mythologie hieß derjenige, der die Sintflut überlebt hat, Kokox. Im Buch Folklore in the Old Testament wird auf Seite 107 berichtet: Als die Menschheit von der Flut überwältigt wurde, überlebte niemand, außer ein Mann namens Kokox und eine Frau, und nachdem sie auf einem Berg landeten, hatten sie sehr viele Kinder. Und in der Tat bevölkerten nach der Sintflut die Nachkommen von Noahs Söhnen die Erde. Auch im asiatischen Bereich gibt es eine ähnliche Geschichte, die uns sogar die Gründe für die Sintflut beschreibt, nämlich im chinesischen Buch »Buch des Wissens für alle«. So wird im Buch The Lost Ship of Noah auf Seite 126 Folgendes berichtet. Die Sammlung erzählt von den Auswirkungen der menschlichen Rebellion gegen die Götter.
Die Erde wurde in seinen Grundfesten erschüttert, die Gewässer überschwemmten die Erde. Laut diesem jahrtausendealten Buch war also der Grund für die Überschwemmung der Erde die Rebellion der Menschen gegen die Götter, bzw. gegen Gott, den Schöpfer. In der sumerischen Mythologie lesen wir von einem En-Merkar, der um das Jahr 2750 v. Chr. Herrscher von Uruk war, die er nach der großen Sintflut wieder aufgebaut haben soll. Außerdem soll er auch der Großvater des Königs Gilgamesch sein. Im Gilgamesch-Epos wird die Sintflutsgeschichte folgendermaßen dargestellt. Die Geschichte erzählt, dass er, Herr der Gewässer und des Menschenbeschützer, Utnapishtim vor der Sintflut warnte. Er bat Utnapishtim, sein Haus abzureißen und ein Boot zu bauen und den Samen aller Lebewesen in das Boot zu bringen. Utnapishtim könnte in diesem Gilgamesch-Epos also wiederum nur ein anderer Name für Noah sein. Und er ist die akkadische Übersetzung des Namens Enki und heißt übersetzt Wasserhaus, was ebenfalls eine Anspielung auf das Haus bzw. das Boot sein könnte, welches auf dem Wasser die Sintflut überwunden hat. Schauen wir mal, was die Gilgamesch-Tafel selbst über Gilgamesch zu sagen hat. Er, Gilgamesch, war es, der durch seine schier eigene Kraft die weit entfernten Heiligtümer wieder aufbaute, welche die Flut zerstörte. Wir sehen also, wie viele Beispiele es für diese weltweite Sintflut gibt und wie sehr sie einander ähneln. Wir verlassen jetzt allerdings die alte Welt vor der Sintflut und betreten nun die Welt nach der Sintflut. Die Riesen, die auf Erden waren, sollten nämlich auch nach der Sintflut auf der Erde zu finden sein. Der Grund dafür sind sowohl die gefallenen Engel, die sich erneut mit den Menschenfrauen einließen, als auch eine andere Theorie, nämlich eine anscheinend defekte Blutlinie, die mit auf der Arche war. Noah hatte keinen Defekt, wie wir gesehen haben, seine Frau und seine Söhne wohl auch nicht. Also schauen wir mal, wer alles die Arche auf dem Berg Ararat verlassen hat. Da redete Gott zu Noah und sprach: Geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Die Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Shem, Ham und Japhet. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Eine Frau der Söhne Noahs könnte also eine defekte Blutlinie gehabt haben, wovon die gefallenen Engel auch nach der Flut Gebrauch gemacht haben und die neuen Nephilim zeugten. Diese waren unter verschiedenen Namen und Stämmen bekannt und werden in der Bibel ebenfalls erwähnt. Schauen wir uns mal deren Namen und deren hebräische Bedeutung an. They were called the Raphaim, which is from the root Rapha, which means spirits, shades, okay? Genesis 14:5. They were also called the Anakim, which is called the race of giants, and the descendants of the Nephilim. The Emim, the proud deserters, the terrors, or the race of giants, okay? You also have the Zuzim, which are called the evil ones in Genesis 14:5, the Zamzumims, the evil plotters in Deuteronomy 2:20, and the Zophim, or the watchers, the descended angels, okay? And so what we're finding out is that there are multiple names for the giants. And since I've done this teaching, I've even discovered, which I'm going to talk about in just a few minutes, that even some of the tribes in the land of Canaan were actually full-blooded Nephilim by different names. Wenn wir uns also die Namen dieser Riesen betrachten, dann deuten diese in der Tat auf nichts Gutes hin. Schauen wir also mal, aus welcher Blutlinie die Riesen der Neuzeit entsprungen sind. Hier sehen wir ein Bild von Namer, einem Ägypter, der um 3000 v. Chr. Regierte und der erste Herrscher der ersten Dynastie Ägyptens war. Dass dieser Ägypter größer war als die anderen, zumindest auf diesen Bildern, könnte darauf hindeuten, dass er ein Riese war. Denn die Bibel berichtet von einem Riesen aus Ägypten. 1. Chroniken, Kapitel 11, Vers 23. Er erschlug auch einen ägyptischen Mann. Der war 5 Ellen lang und hatte einen Speer in der Hand, wie ein Weberbaum. Der wohl bekannteste Riese der Bibel war noch größer als dieser Riese aus Ägypten, nämlich Goliath, der Philister.
Trotz seiner Größe wurde Goliath trotzdem von David besiegt, weil Gott mit David und seinem Volk war. Über einen anderen Riesen und seine Herkunft lesen wir in Amos 2, Vers 9, wo es heißt: Und doch habe ich den Amoriter vor ihnen her ausgerottet, der so hoch war wie die Zedern und so stark wie die Eichen. Dieser Riese, der Amoriter, war also so hoch wie eine Zeder und daher eine echte Gefahr für dieses und das umliegende Gebiet und auch für Israel. Dazu gehörte auch das Königreich von Baschan, ein früheres Gebiet im Land Kanaan, wo König Og regierte, den letzten der Riesen Baschans. Im 5. Buch Mose, Kapitel 3, heißt es ab Vers 11 über diesen König: Denn nur Og, der König von Baschan, war von dem Überrest der Rephaiter, also der Riesen, übrig geblieben. Siehe, sein Bett, ein eisernes Bett, ist es nicht in Raba, der Stadt der Amoriter? Es ist 9 Ellen lang und 4 Ellen breit, nach der Elle eines Mannes. Die ganze Gegend Akrob, das ganze Baschan, wurde das Land der Rephaiter genannt, also das Land der Riesen. Baschan heißt nämlich übersetzt Land der Riesen. Und der Name Og bedeutet riesig. Und riesig war in der Tat auch das Bett dieses Königs. Schauen wir uns noch ein letztes Beispiel über diese Riesen an, bevor wir letztendlich zur Auflösung kommen, aus welcher Blutlinie diese Riesen entsprungen sind. Über das Land Kanaan insgesamt, wo sich auch die meisten Riesen aufgehalten haben, heißt es im 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 32: Ein Land, das seine Einwohner frisst, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, die Nephilim, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. There's no wonder when the 10 spies went over and they saw these giants, they felt like grasshoppers and they said, there's no way, there is no way that we can beat these guys. They will just walk all over the top of us. There's even reports of them being 30 foot tall. That's an incredible human being. If there are 30 foot giants in the land and you're 5.5, 6 foot tall, you are a grasshopper in their sights for sure. Watch this. Archaeology has discovered a 47-inch femur bone found in the Euphrates River Valley. And to give you an idea how big that is, this gentleman is standing and he could walk right under the legs of this giant. There are real bones have been found like this. And that proposes a problem for evolution, number one, because they say that we're getting better and we're getting bigger and smarter and so on and so forth. This seems to be showing the opposite, that we're getting shorter, if anything, going from 15, 30 foot to 14 foot to 6 foot tall average male. Alle Riesen nach der Sintflut, welche wir gesehen haben, also die Ägypter, die Philister, Amoriter, Anakiter oder Kanaaniter, stammen von ein und derselben Blutlinie ab, nämlich die von Ham, beziehungsweise seiner Frau, mit der er Kinder zeugte. Das war unter anderem Mizraim, der als Stammvater der Ägypter gilt, von dem auch die Philister kommen, ebenso wie die Amoriter. Außerdem ist Ham auch der Vater Kanaans und der Großvater von Nimrod, dem ersten Gewaltherrscher der Erde, dem Architekten des Turmbaus zu Babel. Dass Hams Blutlinie unter keinem guten Stern stehen würde, können wir noch an einem anderen Beispiel festmachen. Als Noah Weinberge pflanzte und sich, auf gut Deutsch gesagt, einmal betrunken hat, sah Ham die Blöße von Noah und petzte es seinen Brüdern, die sich schämten. Deswegen sprach Noah zu Ham: Verflucht sei Kanaan. Und weiter sprach er: Gepriesen sei der Herr, der Gott Schems. Wir sehen also, wie Kanaan, der Sohn von Ham, verflucht und der Gott Schems gepriesen wurde, da Schems Blutlinie zu den Juden und damit zum Messias führen sollte. Wir begeben uns nun in eine 5000 Jahre alte Stadt im Libanon, nämlich nach Baalbek. Dort befindet sich der größte bekannte Baustein der Welt, der Stein des Südens genannt wird, ebenso wie der Jupiter-Tempel, der die drei größten je verbauten Steine der Welt enthält. Diese gigantischen Steine, die teilweise über 1000 Tonnen wiegen
mussten meilenlang getragen werden und wurden so genau aneinander aufgestellt, dass kein Stück Papier dazwischen passt. Die technischen Hilfsmittel dafür hatten sie nicht, also liegt die Vermutung nahe, dass es Riesen waren, welche diese Steine getragen und aufgestellt haben. Michael Alouf kann uns darüber mehr Auskunft geben. Er schrieb im Buch History of Baalbek auf Seite 41 folgendes. Nach der Flut, als Nimrod über den Libanon regierte, sandte er Riesen, um die Festung von Baalbek wieder aufzubauen, welche zu Ehren des Baal so genannt wurde, dem Gott der Moabiter und Anbeter der Sonne. Wir sehen also, dass hier ebenfalls die Flut erwähnt wird, ebenso wie Nimrod, der Riesen beauftragt haben soll, die Tempel für die Gottheit Baal wieder aufzubauen, einem Gott, den diese Stadt Baalbek, also ihrem Namen, zu verdanken hat. Wir sollten aber, laut 5. Buch Mose, unsere Augen nicht zum Himmel heben, um die Sonne, den Mond oder die Sterne anzubeten und diesen Gottheiten zu dienen. Denn diejenigen, die Baal gedient haben, vollzogen unter anderem folgendes Ritual. Jeremia 19, Vers 5: Sie haben auch die Höhen des Baal gebaut, um ihre Kinder, dem Baal, als Brandopfer mit Feuer zu verbrennen, was ich nicht geboten und wovon ich nichts gesagt und was mir nie in den Sinn gekommen wäre. Gott würde es also niemals in den Sinn kommen, von Menschen zu verlangen, dass sie ihre Kinder für ihn opfern. Doch diese Kinder und wahrscheinlich auch die Eltern haben es gerne getan, weil ihr Gott und deren Anbeter ihnen natürlich viel dafür versprochen haben. Die Menschen starben für Gott Baal, doch Gott Jahwe starb für die Menschen. Schauen wir uns eine weitere Stadt an, wo Riesen im wahrsten Sinne des Wortes ihre Finger im Spiel gehabt haben sollen. Teotihuacan in Mexiko. Sie ist eine der bedeutendsten prähistorischen Ruinenstädte von Amerika und über diese Stadt, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört, heißt es: Die Bewohner der Stadt hinterließen der Nachwelt monumentale Bauten aus der Blütezeit der Teotihuacans vom 6. Jahrhundert nach Christus. Einer Sage nach wurden die monströsen Tempel- und Pyramidenanlagen von Riesen erbaut und den Göttern gewidmet. Könnten die Riesen diese Tempel- und Pyramidenanlagen, die sie für die Götter bauten, also in Wahrheit für die gefallenen Engel gebaut haben? In dieser Stadt befindet sich nicht nur eine Mondpyramide, die wir hier sehen, sondern auch eine Sonnenpyramide, die auf diesem Bild zu sehen ist. Und die lange Straße, die zur Mondpyramide führt, heißt die Straße der Toten. Eine der Lügen, mit der Satan im Garten Eden Eva verführte, war, dass er ihr versprach: Ihr werdet sein wie Gott. 1. Mose 3, Vers 5. Und diese Ruinenstadt Teotihuacan heißt übersetzt, wo man zu einem Gott wird. Gott werden oder Gott gehorchen, beides geht nicht, denn nur eines ist Gottes Wille, und das ist, seinen Willen zu tun. Unsere Reise führt uns weiter in die Ruine der Inka-Festung Sacsayhuaman in Peru. Es ist eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten aus der Inka-Zeit, wo auch heute noch jährlich am 24. Juni das Sonnenfest Inti Raymi gefeiert wird. Ebenfalls also ein Fest zu Ehren der Sonne. Und auch die Steine dieser Ruine scheinen die Handschrift eines Riesen zu haben. Viele Steine ergeben ein Bauwerk, so wie es die Steine Gottes sind, die sein Haus bilden, nämlich sein Volk, dessen Fels Jeschua der Messias ist. Erneut reisen wir nun etwa 5000 Jahre in die Vergangenheit, und zwar in einem heute von Israel besetztem Gebiet in den Golanhöhlen, nämlich zum Megalithenkomplex namens Ruim el-Hiri oder auf Hebräisch Gilgal Rephaim. Und Rephaim heißt, wie wir gesehen haben, Riese. Und auf diesem Platz wurden 42.000 Tonnen Gestein verbaut. Diese runde Steinanlage wird auch als Rad der Gespenster bezeichnet. Es war nämlich höchstwahrscheinlich ein rituelles Zentrum verbunden mit dem Kult des Todes. Und dort befinden sich zwei Decksteine, die jeweils ein Gewicht von 5,5 Tonnen haben und für einen Normalsterblichen unmöglich wären zu bewegen, geschweige denn zu tragen und zu transportieren. Im Buch Die deutsche Götterlehre schrieb Johann Wilhelm Wolff im 19. Jahrhundert über die Riesen folgendes:
Die Riesen hausen stets auf Felsen und Bergen. Ihre ganze Natur hängt mit dem Steinreich zusammen. Aus ihm nehmen sie ihre Waffen. Sie sollten die Errichter jener ungeheuren Steinbauten sein. Eine Menge von Kirchen sollen von Riesen erbaut worden sein. Dass Riesen ungeheure Steinbauten errichtet haben sollen, haben wir bereits festgestellt. Aber Kirchen? Über die Kirche St. Egidius in Hof, die etwa im 12. Jahrhundert gebaut wurde, heißt es: Nach einer Sage wurde die Kirche durch Riesen erbaut, denn die Kirchenmauern bestehen aus riesigen Felsblöcken. Im Zentrum von Itzehoe in Schleswig-Holstein befindet sich das größte sakrale Bauwerk der Stadt, nämlich die Kirche St. Laurenti, die ebenfalls schon knapp 1000 Jahre alt ist. Auch diese Kirche soll laut Legende von Riesen erbaut worden sein, genauso wie die Steinskulpturen auf der Osterinsel in Chile, die immer noch für viele Menschen ein offenes Rätsel sind, ebenso wie die Steinformationen von Stonehenge in England, wo man den Sonnengott verehrte. Diese Megalithenstruktur stand bereits um das Jahr 3000 vor Christus und Druiden und New Age-Anhänger feiern dort immer noch ihre Rituale. Es gibt viele Geheimnisse auf der Welt, die wir noch nicht durchschaut haben, und viele wahre Geschichten, die wir heute als Mythos oder Legende bezeichnen. Schauen wir uns die Dinosaurier an, die ebenfalls in der Bibel vorkommen, zum Beispiel in Hiob Kapitel 40 und 41. Es wurden so viele Dinosaurierknochen gefunden, dass niemand daran zweifeln würde, dass sie existiert haben. Das Wort Dinosaurier heißt so viel wie gewaltige Echsen. Und genau das waren sie. Sie waren riesengroße Echsen und somit natürlich auch Tiere. Wenn also die Tiere früher so viel größer waren als heute, zumindest einige von ihnen, wieso sollte es dann heute beim Menschen, bei einigen, nicht der Fall gewesen sein? Es gibt viele Knochenfunde von Riesen, die als echt identifiziert worden sind. 1891 wurde in Arizona in den USA ein 12 Fuß großer Riese ausgegraben, der zudem noch 6 Zehen an jedem Fuß hatte. Dies ist nicht verwunderlich, denn auch im 2. Samuel Kapitel 21 Vers 20 steht: Dort war ein Mann von großer Länge, der hatte je 6 Finger an seinen Händen und je 6 Zehen an seinen Füßen. Um auch mal einen sozusagen historischen Historiker zu Wort kommen zu lassen, schauen wir uns mal an, ob der Historiker Josephus Flavius aus dem 1. Jahrhundert auch etwas über Riesen zu sagen hat. In Antiquities of the Jews heißt es: Da war immer noch eine Rasse von Riesen übrig, die große Körper hatten, so ganz anders als bei anderen Menschen, so dass sie ein überraschender Anblick waren und schrecklich für die Hörenden. Nun, wenn schon Opernsänger eine Stimme haben, womit sie Glas zum Platzen bringen, dann kann man sich vorstellen, was für eine Lautstärke bzw. Töne so ein gewaltiger Riese von sich geben kann. Die Archäologie bestätigt nur das, was in der Bibel geschrieben steht. Wenn also einige Tiere und früher die Dinosaurier riesig waren und es auch menschliche Riesen gab, ist es dann ein Wunder, dass früher so viele riesige Bauwerke errichtet worden sind? Umso weiter wir in die Vergangenheit der Menschheitsgeschichte zurückgehen, umso größer waren auch die Bauwerke, wie zum Beispiel die Tempelsteine von Baalberg, ca. 5000 Jahre alt mit 1000 Tonnen Gewicht, die Tempel- und Pyramidenanlagen von Mexiko, etwa 1500 Jahre alt, der Megalithenkomplex namens Gilgal-Refaim in den Golanhöhen, etwa 5000 Jahre alt, Stonehenge, deren Bauprozess ebenfalls vor 5000 Jahren angefangen hat. Oder die bekanntesten antiken Bauwerke, zum Beispiel die Pyramiden Ägyptens. Denn dass es ägyptische Riesen gab, haben wir bereits in der Bibel gelesen. Und wenn auch zu Zeiten Nimrods Riesen auf der Erde waren, dann wäre es möglich und logisch, dass Riesen auch bei diesem Riesenprojekt des Turmbaus zu Babel beteiligt waren, der bis an den Himmel ragte. Als die Israeliten im Bergland der Amoriter waren und die Riesen sahen, sagten sie verzweifelt: Wohin sollen wir ziehen? Das Volk ist größer und höher gewachsen als wir, und die Städte sind groß und bis an den Himmel befestigt. Wir sehen also, dass Riesen riesengroße Städte bauten, so wie sie auch riesengroße Betten hatten, wie wir bereits gesehen haben. Und so wie die Israeliten sozusagen vor einem riesigen Problem standen, beziehungsweise einer riesigen Herausforderung,
So stehen auch wir oft im Leben vor einem großen Problem oder Hindernissen, die wir mit Gottes Hilfe besser bewältigen können als ohne seinen Beistand. Denn die Antwort auf die Furcht vor den Riesen folgt in den nächsten Versen, wo es ab Vers 29 heißt: Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, wo du gesehen hast, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Der Mann trägt seinen Sohn, so wie der himmlische Vater seinen Sohn trägt, der wiederum unsere Sünden getragen hat. In Maryland, in den USA, befindet sich eine 21 Meter große Skulptur eines Riesen mit dem Namen The Awakening, also das Erwachen. Doch was passiert eigentlich mit dem Geist der Riesen, wenn sie sterben? Sind das vielleicht die bösen Geister, die wir heute als Dämonen bezeichnen? So here's the next question. Well, if that's the case and the sons of God were fallen angels, then where do evil spirits come from? Where do evil spirits come from? The ghost of the world, if you will. Well, they are the Nephilim. They are the spirits of the dead giants, in my opinion. They are neither angels nor men. So because they are not human and they are not angels bound in darkness, they are roaming spirits. They are the roaming spirits of the giants of old. These are the spirits that Yeshua would have cast out. The occult. What does the occult say about this? The occult tradition holds that, which is the satanic spiritualism, the occult tradition holds that now and then a Nephilim spirit will incarnate in human form the souls of those who quit the body violently and are most pure. Auch im Buch Henoch heißt es, dass böse Geister aus den Leibern der verstorbenen Nephilim hervorgingen, weil sie von Menschen und von den Wächtern geschaffen wurden, also von den gefallenen Engeln. Gefallene Engel zeugten also Kinder mit den Frauen der Menschen, die Nephilim, und die Geister dieser Nephilim wurden nach dem Tod zu dem, was wir heute Dämonen oder böse Geister nennen. Ein Okkultist kann also nicht von einem gefallenen Engel besessen sein, aber von Dämonen. Das sind die Geister, die viele Menschen rufen und nicht wieder loswerden, weil sie sich nicht an den wenden, der bereits vor 2000 Jahren Dämonen ausgetrieben hat, nämlich Jeschua der Messias. Im 5. Buch Mose, Kapitel 3, lesen wir, dass die Riesen, wie zum Beispiel der König der Amoriter, der König von Bashan oder der Überrest der Rephaiter, also der Riesen, sich an einem Ort aufgehalten haben, in dessen Nähe sich der Berg Hermon befindet. Dieser Berg ist fast 3000 Meter hoch und war laut Henoch ein Landeplatz der gefallenen Engel. Im Buch Henoch heißt es: Sie nannten aber den Berg Hermon, weil sie auf ihm geschworen und durch Verwünschungen sich untereinander verpflichtet hatten. Sie haben also Rituale abgehalten und einen Pakt geschlossen, einen Pakt gegen den Menschen, gegen Gott und seine Schöpfung. Heute ist dieser Berg ein beliebtes Wintersportgebiet. Hier sehen wir eine gut erhaltene Ruinenstadt in Peru, nämlich Machu Picchu. Diese Stadt der Inkas soll im 15. Jahrhundert erbaut worden sein und befindet sich in fast 2500 Metern Höhe. Es ist also praktisch eine Stadt in den Wolken. Machu Picchu heißt übersetzt Alter Gipfel und ist ein Welterbe der UNESCO. In dieser Stadt wurde ebenfalls ein Sonnengott angebetet, den die Inkas Inti nannten, und dessen Symbol wir auch auf der Flagge von Argentinien wiederfinden. In dieser Stadt befindet sich sowohl ein Mondtempel als auch ein Sonnentempel. Und wenn wir an die gefallenen Engel denken, die Gottessöhne, die vom Himmel kamen und auf dem Berg Hermon einen Pakt schlossen, dann kommen wir an einem Berg nicht vorbei. Und das ist der Olymp. Dieser Berg ist in der griechischen Mythologie bekannt als der Berg der Götter. Im Türkischen wird das Gebirge Semavatefi genannt, was so viel wie Heim der Himmel bedeutet. Laut griechischer Mythologie zeugten diese Götter mit den Frauen der Menschen Kinder, die sogenannten Halbgötter. Denn ein Halbgott ist in der Regel ein Geschöpf, das von einem Gott und einem nichtgöttlichen Wesen abstammt, und Halbgötter sind mit anderen Worten also nichts anderes als die Nephilim aus der Bibel. Wikipedia schreibt: In der Genesis Kapitel 6 findet sich auch das Motiv der Söhne Gottes, die Beziehungen mit Menschenfrauen eingegangen sind. Die dabei gezeugten Kinder werden Nephilim genannt. Es lassen sich auch Entsprechungen im griechischen Götterhimmel mit seinen Titanen und Halbgöttern finden,
besonders in den menschlichen Kindern des Zeus, die dieser, den Göttersagen zufolge, nach Lust und Laune mit sterblichen Frauen gezeugt haben soll. I'm going to suggest to you that the Greeks are 100% right. It was the gods that came down, that they considered gods, came down, mated with women and the beasts. They were trying to destroy all the DNA. And out came giants that were human, and out came the half goat and the half man and the half horse and the half man and all of these mixed breeds in between. I believe personally that they were very real. Eine der bekanntesten Halbmensch-, Halbtiergestalten der griechischen Mythologie ist wahrscheinlich der Minotaurus. Es wurde eine 2500 Jahre alte Münze gefunden, auf dem dieses Wesen wiederzufinden ist und entweder der Fantasie entsprang oder aber der Realität. Sollte es der Realität entsprechen, ist es nicht verwunderlich, dass Gott in seinem Gesetz unter anderem Folgendes angeordnet hat. 3. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 15: Wenn ein Mann bei einem Tier liegt, so soll er unbedingt getötet werden, und das Tier soll man umbringen. Wenn eine Frau sich irgendeinem Tier naht, um sich mit ihm einzulassen, so sollst du die Frau töten und das Tier auch. Dass ein Mann oder eine Frau bei einem Tier liegt, bezieht sich hier natürlich auf Geschlechtsverkehr, und darauf bestand die Todesstrafe, weil es eine Sünde gegen Gottes Schöpfung ist. Doch so wie den Nephilim das Gesetz Gottes egal war, so haben anscheinend auch die Halbgötter wenig Wert darauf gelegt. Eine der beliebtesten Marken für Sportkleidung ist wahrscheinlich Nike, welche viele Fußballmannschaften ausstattet. Und auf diesem Bild sehen wir den Tempel von Nike, denn Nike ist ebenfalls ein Gott der griechischen Mythologie, der auch als geflügelter Gott des Sieges bezeichnet wird. Der wohl bekannteste Halbgott der griechischen Mythologie ist Herkules, der Sohn des Zeus. Diese Halbgötter des antiken Griechenlands werden in der griechischen Mythologie auch als Helden bezeichnet, welche von den Göttern abstammen. Deswegen nehmen Herkules oder auch Thor immer wieder die Heldenrolle ein, weil sie die berühmten Helden der Antike sind. Und wie wurden die Nephilim nochmal genannt? Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Die alten Sumerer, Ägypter, die Inkas, die Mayas, Perser, Griechen, Inder, Bolivier, die amerikanischen Indianer und natürlich die Bibel berichten alle von Wesen, die vom Himmel auf die Erde kamen. Die einen nannten sie Götter, andere nennen sie gefallene Engel und andere nennen sie heute Außerirdische. Es sind verschiedene Namen für etwas, das vom Himmel auf die Erde gekommen ist und wahrscheinlich wiederkommen wird. Henoch sagte über die Berichte der gefallenen Engel, die er in seinem Buch verfasst hat, Folgendes: Nicht für das gegenwärtige Geschlecht dachte ich nach, sondern für das künftige. Das Buch selbst sagt uns, dass die Informationen für eine zukünftige Generation von Bedeutung ist, nämlich die Generation, die sich in der Endzeit befindet. Und der Messias warnte uns in Matthäus 24, Vers 37 ebenfalls, wo er prophezeite: Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Noah lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang und hat daher Nimrod und wahrscheinlich auch den Turmbau zu Babel miterlebt. Denn Nimrod lebte etwa 180 Jahre nach der Flut der Tage Noahs. Darum gehört dieser Teil, nämlich Nimrods Turmbau zu Babel, ebenfalls zu den Tagen Noahs, die sich in der Endzeit wiederholen sollen. Der hebräische Name Nimrod bedeutet »Lasst uns rebellieren« und bezieht sich auf Nimrods Rebellion gegen Gott. Im 1. Buch Mose, Kapitel 10, heißt es ab Vers 8: »Auch zeugte Kusch, der Sohn von Ham, den Nimrod. Er war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Nimrods Frau war Semiramis, die auch als Königin des Himmels bezeichnet wurde. Beide haben viele Namen. So wurden sie unter anderem in Ägypten als Osiris und Isis verehrt, in Griechenland als Adonis und Aphrodite oder in Rom als Jupiter und Venus. Das sind einige von vielen Namen dieser beiden einflussreichen Rebellen gegen den wahren Gott. In der Bibel steht Semiramis im Alten Testament für Astarte
und im Neuen Testament für die Göttin Diana der Epheser. Nimrod und Semiramis hatten auch einen Sohn, nämlich Tammuz. In Hesekiel 8, Vers 14 wird er auch erwähnt, was deutlich macht, welch einen Einfluss diese drei gehabt haben müssen und immer noch haben. Denn nicht Jesus hat am 25. Dezember Geburtstag, sondern alle der bekannten Sonnengottheiten wurden am 25. Dezember geboren. Dazu gehören Mithra, Krishna, Osiris und eben auch Tammuz. Osiris, also die ägyptische Variante von Nimrod, wurde auch als Herr der Herren und König der Könige bezeichnet, eine Bezeichnung, die in der Bibel nur Gott und seinem Sohn zugesprochen wurde. Osiris wird außerdem auch mit dem allsehenden Auge in Verbindung gebracht, dem Symbol, auf dem ein Dollarschein, dem Symbol der Freimaurer und natürlich auch dem Symbol der Illuminaten, welche sich ja als Götter betrachten, ebenso wie die Pharaonen Ägyptens oder auch Könige und Cäsaren. David Avison schrieb im Buch Der Dollar auf Seite 61, Osiris war der allsehende Gott und sein Auge erscheint in einer Vielzahl von ägyptischen Kunstwerken. Das allsehende Auge, auch genannt das Auge Gottes. In Gott we trust. Die Frage ist, in welchen Gott? Dieses allsehende Auge finden wir nicht nur in ägyptischen Bauwerken oder auf dem 1-Dollar-Schein wieder, sondern zum Beispiel auch in Kirchen, einem Ort, wo das allsehende Auge dieser Okkultisten eigentlich nichts zu suchen hat. Wir finden dieses Symbol auf Münzen, auf Geldscheinen, auf der Deklaration für Menschenrechte oder in Freimaurerlogen. Nimrod hat also viele Namen und ein anderer Name für Nimrod, so glauben viele, dass Nimrod auch Gilgamesch sein könnte, da die beiden in der Tat sehr viel gemeinsam haben. In der dritten Gilgamesch-Tafel spricht Gilgamesch zu Enkidu, dem Halbmensch, Halbtierwesen, folgendes. Wenn ich falle, werde ich mir selbst einen Namen machen. Gefallen ist Gilgamesch, werden sie sagen, im Kampf mit dem schrecklichen Huwawa. Doch wenn ich gewinne, werden sie sagen, Gilgamesch, der mächtige Sieger über Huwawa. Gilgamesch sagte also, dass er sich selbst einen Namen machen will und wenn er im Kampf gegen Huwawa, was sich auf Yahweh beziehen könnte, verlieren sollte, würde man sagen, gefallen ist Gilgamesch. Nun schauen wir mal, was das erste und das letzte Buch der Bibel über Nimrod bzw. Babylon zu sagen hat. Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen, dass wir uns einen Namen machen. Gefallen, gefallen ist Babylon. Nimrod scheint in der Tat mehr Namen zu haben und in mehr Symbolen aufzutauchen, als es uns manchmal bewusst ist. Im Assyrischen Reich sehen wir viele Bauwerke, auf denen entweder Flügel abgebildet sind oder auch Menschen, die Flügel haben und Wesen, die halb Tier, halb Mensch sind. Dasselbe Phänomen haben wir auch in Ägypten, wo die Flügel ebenfalls ein weit verbreitetes Symbol waren. Isis zum Beispiel wird in Ägypten sehr oft mit Flügeln gezeigt, ebenso werden diese Flügel auch oft mit einer Sonnenscheibe und zwei Schlangen dargestellt. Wenn wir heute Menschen mit Flügeln auf einem Bild sehen würden, würden wir sie wahrscheinlich als Engel bezeichnen. Und so war es auch in der antiken Welt. Nur dass diese Wesen mit Flügeln nicht die Engel Gottes darstellen, die unter anderem auch den Messias getröstet haben, sondern die gefallenen Engel, also die Wächter. Es gibt heute viele Menschen, die zu diesen Kreisen gehören, die sich als Götter bezeichnen, nicht weil sie Gott sind, sondern weil sie zu den Göttern Kontakt haben und oder von Göttern und Dämonen besessen sind. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Der Kirchenvater Titus Flavius Clemens, der auch als Clemens von Alexandria bekannt ist, war vor fast 2000 Jahren ein bekannter griechischer Theologe und Kirchenschriftsteller, der darüber Folgendes schrieb. Gefallene Engel lehrten die Menschen den Gebrauch von magischen Beschwörungen, um Dämonen zu zwingen, dem Menschen zu gehorchen. Dies wurde den Ägyptern, Persern und Babyloniern
eingefleischt. So wie sich Herrscher, Cäsaren, Könige und Pharaonen in Babylon, in Ägypten, in Griechenland oder in Rom im wahrsten Sinne des Wortes vergöttern ließen, so ist es auch oft in der aktuelleren Geschichte der Fall gewesen. Denken wir nun mal an die ganzen Päpste, die sich in den Jahrhunderten immer wieder als Stellvertreter Gottes auf Erden bezeichnen, einen Titel, der so wie vieles in der katholischen Kirche abgeschafft gehört. Für die griechischen Götter wurden gewaltige Tempelanlagen errichtet, mit großen Statuen der einzelnen Götter, gebaut zum Beispiel für Zeus, den wir hier sehen. Dies führt uns nochmal in einen ganz anderen Teil der Welt, nämlich in die USA. George Washington, der erste Präsident der USA, der bekanntlich ein Freimaurer war, wurde ebenfalls in Form einer großen Statue verewigt. Dessen Haltung erinnert stark an die Haltung dieses Wesens, nämlich die des Baphomets oder in Ägypten auch genannt Bajedet, der Widder von Mendes. Will ich damit also sagen, dass George Washington vergöttert wurde? Nein, denn das sage nicht ich, das sagt die amerikanische Kultur und Tradition selbst. An der Decke der Kuppel des Kapitols in Washington befindet sich ein Bild mit dem Namen The Apotheosis of Washington, zu Deutsch die Gottwerdung Washingtons, zeigt den ersten US-Präsidenten George Washington bei seiner allegorischen Gottwerdung. Washington ist dabei umrundet von Figuren der griechischen und römischen Mythologie. Außerdem befinden sich um dieses runde Bild auch noch 72 Pentagramme. Das assyrische, ägyptische, griechische oder römische Reich sind untergegangen, doch deren Götter scheinen nur umgezogen zu sein. In diesem Gemälde sehen wir außerdem noch einen Spruch, der auf vielen Symbolen der USA wiederzufinden ist, nämlich der lateinische Satz Er pluribus unum, was übersetzt heißt aus vielen eine. Das kann sich auf der einen Seite auf die vielen damaligen Staaten beziehen, die zusammen die USA bilden sollten, aber es kann sich natürlich noch auf den Plan beziehen, der sich auch auf der 1-Dollar-Note befindet, nämlich Novus Ordo Seclorum, eine neue Weltordnung. Es ist das gleiche, was auch schon Nimrods Plan war, nämlich alle Menschen unter einem Führer, also eine Art Weltregierung. Das Rebellische an diesem Turm zu Babel war nicht etwa die Höhe, denn sonst müsste New York City ja schon 10-mal von Gott zerstört worden sein, sondern es ist vielmehr das, was man durch diesen Turm tun wollte. Das Wort Babel heißt so viel wie Tor der Götter oder Tor zu den Göttern. Ein Tor ist etwas, das man entweder öffnen oder schließen kann. Und viele glauben, dass das Projekt des Turmbaus zu Babel ein Tor öffnen sollte, welches den Wächtern, also den Göttern, ermöglichen sollte, Zugang zu unserer Welt zu erlangen. Eine Art Stargate, könnte man sagen. Und wonach sehnen sich heute viele Menschen, beziehungsweise was erwarten heute viele Menschen weltweit? Eine Ankunft von außerirdischen Besuchern. Der französische Astronom und Informatiker Dr. Jacques-Fabrice Vallée ist vor allem durch seine Werke im Bereich der Ufologie bekannt geworden. Auch er hält die UFO-Erscheinungen keineswegs für ein neues Phänomen. Er schreibt, die UFO-Wesen von heute gehören derselben Klasse von Manifestationen an, wie die okkulten Wesenheiten, die Jahrhunderte in der Vergangenheit beschrieben wurden. The Bible says at the end of time, before the Messiah comes back, these things that happened in the days of Noah are going to happen again. Now, what does that mean? Am I saying that there are going to be giants on the earth again and the sons of God are going to come out? What are the aliens? I don't know. Maybe the aliens that are out there that are contacting us in some way, shape, or form, maybe those are the sons of God. Maybe those are the fallen angels that have been restricted by God. Their wings, if you will, have been destroyed. They cannot travel. They're in darkness. So being as smart as they are, maybe they made spaceships, and so that's how they're traveling back and forth. I don't know. And I don't mean to go off and kind of sound crazy, but the reality is we know for a fact that they exist. We have pictograph writings on in almost every culture and every time period of flying saucers. Die Frage ist also, ob es positive oder negative Erscheinungen sind, die so viele Menschen heute am Himmel gesehen haben wollen und über die so viele antike Kulturen und Religionen berichten. Kurt E. Koch ist Professor der Theologie, verfasste etwa 100 Bücher, die etwa in 30 Sprachen übersetzt wurden.
Er bekam mehrere internationale Anerkennungen, wie zum Beispiel in Cambridge in England, nämlich die Aufnahme in die Akademie der Weltliteratur auf Lebenszeit. Er schrieb im Buch Okkultes ABC auf Seite 613: Es liegt erschreckendes Material vor, das zeigt, dass die Erscheinungen von UFO-Materialisationen böse Geister sind. Eines ist sicher, UFOs sind keine positiven Zeichen am Himmel, sondern negative Erscheinungen. Nun, nach allem, was wir bis jetzt gehört und gesehen haben, scheinen diese antiken UFOs keine guten Absichten zu haben. Auch wenn heute viele Sekten, Prediger, Filme und Lieder das Gegenteil behaupten. Seien es Sekten aus dem Okkultismus, New Ager oder religiöse Prediger, welche die UFOs schon jetzt als unsere Brüder aufgenommen haben. Die gefallenen Engel, so lesen wir, nahmen sich die Frauen, die ihnen gefielen, einfach und fragten nicht großartig nach oder schrieben zuvor einen Liebesbrief. Es gibt Millionen Menschen auf der Welt, die berichten, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Natürlich gibt es darunter auch viele Fakes, doch was erstaunlich ist, dass die Menschen unabhängig voneinander dieselben Erfahrungen während der Entführung gemacht haben. Wir zählen jetzt 8 Punkte auf, die bei den meisten Entführten identisch sind. Nämlich, das Opfer sieht eine ungewöhnliche Himmelserscheinung, zum Beispiel ein strahlend helles Licht. Danach erscheinen fremdartige Gestalten, welche die Willenskraft und das Empfindungsvermögen des Menschen rauben. Danach wird das Opfer auf ein Raumschiff gebracht, dort auf einen Tisch oder auf ein Bett gelegt, es werden Experimente mit ihm gemacht und Blutproben entnommen. Außerdem werden dem Opfer Eizellen oder Sperma entnommen und es kommt auch teilweise zum Geschlechtsverkehr bzw., so wie viele berichten, auch zu Vergewaltigungen. Das Opfer fühlt sich hilflos und wehrlos und von außen gesteuert. Am Ende werden Erinnerungen gelöscht, damit das Opfer nicht darüber sprechen kann, was anscheinend nicht immer funktioniert hat, und letztendlich wird das Opfer zum Entführungsort zurückgebracht. Wenn die Endzeit so wird, wie es in den Tagen Noahs war, dann müssten diese gefallenen Engel also zurückkommen. Vielleicht unter einem anderen Namen, unter einem anderen Vorwand, doch ihr Ziel bleibt das gleiche. Eine Rebellion gegen Gott und seine Schöpfung. In Daniel 2, Vers 43 heißt es über die Endzeit: Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden. Könnten es also die gefallenen Engel sein, die sich erneut mit dem Menschen vermischen? Könnten diese Wesen also wirklich zurückkommen oder sind sie vielleicht schon unter uns? I can think of no other theory that seems to make sense to me on how men fall away so quickly in the end days is if maybe the sons of God come back again and these and maybe they've already done that. And maybe these giants or these Nephilim come back and begin to lead men astray. I don't know. But it's important that we understand the scriptures on this topic. And I'll leave you with this. From the very beginning, it was said, do not mix the seed. So let me throw this out to you. The moral of all of this, it's great and fine to learn all of these things. But the moral of this entire teaching is this. We cannot compromise the word of God. When Yahweh says to do something, we do it. We do not say, we do not question it. We do not look into it. We obey because he sees things that we don't. And if Adam would not have sinned and Eve was not deceived, then that tree that was mixed would have never found itself into our lives today. Ladies and gentlemen, it is time that we get back to the truth because the truth can only do one thing, and that's set us free. The sons of God were the fallen angels. Let us not be the sons of God that taste of the truth and the goodness of Elohim, of Yahweh himself, and then walk away and begin to compromise and mix the word of God with the traditions and doctrines of men. Let us be the sons of Noah that know the truth, that rely on the truth regardless of what the world says, so that we too might be saved when the end of time comes and the Messiah returns. Thank you for spending time with us. I'm Jim Staley with Passion for Truth Ministries. God bless. Die Gläubigen, die in Christus gestorben sind, werden laut Lukas 20, Vers 36 bei der Wiederauferstehung der Toten ebenfalls Söhne Gottes genannt, weil sie nicht mehr sterben können und wie die Engel sind, die sich auf Gottes Seite befinden. Es gibt mehr auf der Welt, als wir mit unseren Augen sehen
oder mit unserem Verstand ermessen können. Im Theaterstück Hamlet von William Shakespeare heißt es: Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich erträumt. Wir haben am Anfang von Adam berichtet, der lieber mit Eva sterben wollte, als ohne Eva leben zu müssen, so wie der Messias lieber für sein Volk sterben wollte, als ohne sein Volk zu leben. Durch den Sündenfall Adams wurde der Weg zum Baum des Lebens versperrt, also der Weg zum ewigen Leben. Am Ende der Bibel lesen wir allerdings, dass der Mensch wieder Zugang zum Baum des Lebens haben wird und somit wieder Zugang zur Unsterblichkeit hat. Dann werden nicht nur Adam und Eva auf ewig vereint sein, sondern auch Gott und sein Volk, das in der Bibel auch als seine Braut bezeichnet wird, die sich bereit für den Hochzeitstag machen soll, bereit für den Tag der Rückkehr des Bräutigams Jeschua, den Messias. Deswegen wollen wir das Video ungefähr so beenden, wie wir es begonnen haben, nämlich mit einer versteckten Liebesgeschichte. Die meisten kennen sicherlich den Boxfilm Rocky mit Sylvester Stallone. In diesem Film geht es nicht wirklich ums Boxen, das ist nur eine Allegorie. Auf der einen Seite haben wir Rocky, also The Rock, den Felsen, eine Bezeichnung des Messias, und Rocky wird oft im Film Rock genannt, es ist sozusagen sein Spitzname. Und auf der anderen Seite haben wir seinen Gegner, nämlich Apollo Creed. Apollo ist nicht nur einer von vielen Namen für Nimrod in der römischen Mythologie, sondern wird auch in der Bibel mit Apollyon gleichgesetzt, einem Engel des Abgrundes. In Offenbarung 9, Vers 11 heißt es: Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrundes, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Okkultisten betrachten Apollyon ebenfalls als mächtigen Dämon oder sogar als Satan selbst. Apollos Nachname Creed heißt übersetzt so viel wie Glaube oder Überzeugung. Wir haben auf der einen Seite also ein Abbild auf den Messias und seinen Glauben und auf der anderen Seite ein Abbild auf Satan und seine Überzeugungen, und Satan wird in der Bibel auch als Gott dieser Welt bezeichnet. Und genauso ist Apollo Creed der ungeschlagene Weltmeister im Boxen, der alle seine Gegner K.O. geschlagen hat. Sylvester Stallone ist in der Tat ein gläubiger Christ und bekennt sich auch in der Öffentlichkeit zu Christus. Deswegen schauen wir uns die Handlung von Rocky 1 also etwas genauer an, auf die auch Sylvester Stallone Einfluss hatte. Das allererste, was man im Film Rocky 1 sieht, ist ein Foto von Jesus Christus. Die Kamera zoomt nun nach hinten und als nächstes sieht man Rocky boxen, während sich im Hintergrund des Ringes ein Schild mit dem Wort Resurrection befindet, also Auferstehung. Zu dieser Zeit war Rocky ja niemand, doch dann bekommt er die Chance seines Lebens. Einen Kampf mit dem ungeschlagenen K.O.-König und Boxweltmeister Apollo Creed. Eines Tages besucht Rocky die Boxhalle, wo der Kampf stattfinden soll, um sich schon mal mit dieser vertraut zu machen. Als er das tut, sieht er ein Bild von Apollo, auf dem Apollo so riesig ist, dass Rocky auch zu grübeln beginnt. So wie sich der Messias vor der Kreuzigung im Garten von Gethsemane Beistand holte von seinem himmlischen Vater und fragte, ob der Kelch an ihm vorbeigehen kann, so holt sich Rocky seinen Beistand bei Adrian, seiner Freundin, um seine Zweifel und vielleicht auch seine Furcht loszuwerden. So wie der Messias im Garten von Gethsemane neue Kraft und Motivation bekam, so war es auch bei Rocky der Fall. Nach dem Gespräch mit Adrian sagte er, dass es ihm bei diesem Kampf nicht darauf ankommt, Apollo zu schlagen, sondern er möchte einfach nur 15 Runden mit dem Weltmeister im Ring stehen, ohne selbst K.O. zu gehen. Denn niemand stand bis dahin dem Weltmeister im Ring und ist über die volle Distanz gegangen. Rocky steigt in den Ring und der Kampf beginnt. Rocky steckt die härtesten Schläge seines Lebens ein, geht auch zu Boden, so wie der Messias Schläge und Tritte einstecken musste und zu Boden ging, doch beide standen wieder auf. Rocky war mit Blut überströmt, konnte sich kaum auf den Beinen halten, doch er hat das Unmögliche geschafft und ging als erster Boxer gegen den Weltmeister über die volle Distanz. 15 Runden lang gab Apollo alles, was er hatte, doch nach 15 Runden stand Rocky immer noch. Damit schockierte er die Welt und alle flippten aus. Der Ansager fragte Rocky nach dem Kampf total außer sich: Hey Rocky, unglaublich, wie fühlst du dich? Und so weiter. Doch das Einzige, was Rocky interessierte, war seine Freundin Adrian, denn er kämpfte für sie, seine zukünftige Braut.
In dem Moment betritt Adrian die Halle, stürmt auf Rocky zu und der Film endet, indem beide zueinander sagen, dass sie sich lieben. Und was passierte in Rocky 2? Zuerst heiraten Rocky und Adrian und danach schickt Rocky den Weltmeister Apollo in einem Rückkampf auf die Bretter, holt sich seinen Titel und ist neuer Weltmeister, so wie der Messias, wenn er zurückkommt, den Satan auf die Bretter schickt und ebenfalls den Thron besteigt, den Thron seines Königreiches. Nach dem Sieg in Rocky 2 bedankte sich Rocky als allererstes bei Gott, was heute leider immer weniger Menschen tun. Im ersten Teil hat Rocky Schläge eingesteckt, doch im zweiten Teil hat Rocky Schläge verteilt. Genauso wie der Messias. Wir kämpfen gegen geistige Mächte, sagt das Neue Testament, deswegen ist es wichtig, dass wir diesen geistigen Kampf annehmen und gewinnen. Denn der Apostel Paulus sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen und Gottes Segen.